Das Glockenspiel von Eckhard Hirschmann vom Turm des alten Rathauses klang durch die Gassen der Esslinger Altstadt und verkündete die nahe Eröffnung des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes. Groß und klein konnten es kaum erwarten, dass in der historischen Altstadt wieder weihnachtliche Stimmung herrscht. So waren sie aus nah und fern in die Neckarstadt gekommen. Punkt 17 Uhr ertönte das lang ersehnte Signal von Herold Oswald. Gleich darauf spielte das Duo Attasch das Eröffnungsstück auf ihren mittelalterlichen Instrumenten. Obwohl Frau Holle höchstpersönlich nach Esslingen gekommen war, um mit dem Herold das Publikum zu begrüßen, kannte der Himmel keine Gnade. Es fielen keine Schneeflocken zur Markteröffnung. Bürgermeister Dr. Jürgen Zieger freute sich in seiner Ansprache auf einen schönen und stimmungsvollen Markt. Liebes Volk von Esslingen, liebe Gäste, natürlich liebe Händler, Gaukler, Künstler, Marktvolk, seid ganz herzlich willkommen zum Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen, traditionell schon. Sie, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft, schließen Sie gedanklich Ihre Augen, beamen Sie sich 500 Jahre zurück und im Ensemble von mehr als 750 Baudenkmalen erleben Sie das Mittelalter in einer Qualität, die seinesgleichen sucht. Der Herold verkündete dem Bürgermeister und den Marktbesuchern, dass der erste Advent Musik bringen soll. Dieser Wunsch wurde durch das Mittelalter-Duo musikalisch untermalt. Der zweite Advent soll das Lachen bringen. Hier gab es eine kurzweilige Jonglage zu sehen. Ich meine! Wärme, Licht und Feuer sollen den dritten Advent bereichern. Mercurius und Gero zeigten dazu beim Mittelalterspektakel zur Eröffnung eine heiße Feuershow. Ein Advent hat dieses Jahr Pech, nämlich der vierte. Da er zusammen mit dem Heiligabend fällt, war er geknickt. Doch der Oberbürgermeister konnte ihn trösten und versprach, dass dieses Jahr der vierte Advent ein ganz besonderer sei. Es gibt Gesang, Spiel, Tanz, es gibt gutes Essen, nicht wenig zu trinken und es gibt Geschenke. Das ist ein ganz wunderbarer vierter Advent. Oh, da müssen wir ja richtig feiern! Ja, richtig feiern! Mit einem Umzug aller Künstler über den gesamten Markt endete das Eröffnungsspektakel und die Besucher konnten nun über die beiden Märkte schlendern und die weihnachtlich geschmückten Stände bewundern. Bei den frischen Temperaturen dauerte es nicht lange, bis der erste Glühwein verkostet wurde. Noch bis zum 22. Dezember öffnen die Gaukler und Händler ihre Stände in Esslingen und präsentieren ihre Waren und diverse Attraktionen für Groß und Klein.